Moin Moin und herzlich willkommen bei tariftipp.de zum Test des Honor Magic 4 Pro. Ja, das beste Honor Smartphone, das es jemals gab, gibt es schon seit einem halben Jahr. Das Gerät kam im Mai 2022 auf den deutschen Markt zu einer UVP von 1099 Euro und online schwankt der Preis derzeit sehr stark. Ich habe es gerade gesehen bei Amazon in Schwarz für 800 Euro, müssen wir mal so ein bisschen rumschauen. Ja, auf jeden Fall ein super High-End-Smartphone der Extraklasse, das kann ich schon mal vorwegnehmen, mit einem wunderbaren Kamerasetup mit vielfältigen Möglichkeiten, ein super Display, super schnell das Ganze und technisch perfekt ausgestattet. Alles, was ihr wissen müsst zum Honor Magic 4 Pro, erfahrt ihr in diesem Video. Ich hoffe, ihr habt Kaffee und Gebäck bereitgestellt. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei diesem Test und schon geht das los. So, wir starten wie immer mit dem Unboxing hier, der sehr geschmackvolle schwarze Karton des Honor Magic 4 Pro. Es gibt das Smartphone in zwei Farben. Wir haben hier die Cyan genannte Farbvariante. Es gibt dann auch noch eine schwarze. Wie gesagt, Cyan ist derzeit ein bisschen teurer. Schwarz kriegt ihr günstiger. Ja, im Lieferumfang haben wir dann noch eine Pappschachtel mit dem angebeppten SIM-Tool hier oben. Und da drin befindet sich der übliche Papierkram, eine Kurzanleitung und die Garantiehinweise sowie eine Handyschutzhülle aus Silikon mit einem riesigen Loch für die Kamera. Das schauen wir uns später noch an. Und außerdem im Karton noch ein USB-Kabel und ein Netzteil. Kopfhörer gibt es nicht. Wir machen weiter mit dem Thema Verarbeitung und Wertigkeit. Hier seht ihr das Honor Magic 4 Pro auf unserem Drehtisch. Alu-Glas-Design, polierter Alu-Rahmen. Vorne und hinten Gorilla-Glas. Richtig wertig, richtig schön High-End. Macht richtig Spaß, das anzufassen. 163,6 mm Hochbreite, 74,7 mm. Hier die Bautiefe 9,15. Das Smartphone wiegt 215 Gramm. Ist also wirklich ein großes Smartphone, das aber auch nach IP68 gegen Wasser und Staub geschützt ist. Von daher hervorragend. Wir kommen zum Display. Das Honor Magic 4 Pro hat eine Bildschirmdiagonale von 6,8 Zoll. Hier seht ihr die beiden Selfie-Cams mit einer Display-Schutzfolie. Ist das Display ab Werk geschützt. Auflösung 2848x1312 Pixel. Das entspricht einer Pixeldichte von 460 ppi. Und ja, wir haben hier natürlich ein AMOLED-Display mit einer entsprechend sehr guten Display-Helligkeit, geätscht an den Seiten. Und ja, wirkt dadurch natürlich sehr edel und vor allem die Bildschirmränder, das konntet ihr eben, glaube ich, sehen, super, super schmale Bildschirmränder. Also man sieht kaum Bildschirmränder. Blickwinkelstabilität auch super bei diesem Smartphone. Und ja, selbstverständlich kann man natürlich auch hier die Wiederholrate einstellen vom Bildschirm und zwar auf maximal 120 Hertz. Ihr könnt aber auch das Ganze auf dynamisch stehen lassen, dann entscheidet das Smartphone selbst, welche Wiederholrate gerade Sinn macht. Das spart Strom. Ich gehe jetzt mal auf 120 Hertz für diesen Test, damit ihr das immer schön sehen könnt. Ja, auch die maximale Helligkeit ist super hier. 1000 Candela, richtig hell das Smartphone, auch draußen gut ablesbar. Von daher eins mit Sternchen für den Bildschirm. Die Bedienelemente sind auf der rechten Seite eine Lautstärkewippe und der Powerknopf aus Alu das Ganze. Dann haben wir hier den einen Hauptlautsprecher und oben gibt es einen zweiten Hauptlautsprecher, also Stereo, beide gleich laut, kommt ordentlich was raus. Unten haben wir dann noch ein SIM-Fach, ein Mikro und den USB-Anschluss, USB-C natürlich. An dieser Seite gibt es gar nichts zu bestaunen und oben haben wir dann ein IR, ein Infrarotsensor und ein weiteres Mikrofon. Das ist die Rückseite hier mit der Kamera, mit dem Kamerasetup, da gehe ich dann später noch drauf ein. Sehr schön, gut gemacht. Ja, das hier ist das Always-On, nee, das ist nicht das Always-On-Display, da hat er eben mein Gesicht schon erkannt und das Smartphone entsperrt. Das ist das Always-On-Display, da sieht man auch den Fingerabdrucksensor unter dem Display richtig schön in der Mitte positioniert, genau da gehört er hin meiner Meinung nach. Ja, Gesichtserkennung gibt es auch, ich lege das Smartphone mal hin und nehme es auf und dann wird es sofort entsperrt, ich muss dann einmal über den Bildschirm wischen und dann geht's los, sehr gut gemacht. Ja, softwareseitig gibt es hier keine großartigen Überraschungen, wir haben Android 12 an Bord. Zeige ich euch nochmal schnell hier über das Telefon. Da seht ihr es, Android 12 mit dieser schönen Uhr. Und darüber legt Honor seine eigene Benutzeroberfläche, die Magic UI in der 6er Variante. Oder was ist das hier? Ja, 6.0, genau. Kennt man schon von anderen Honor Smartphones. Und ich komme damit super klar. Nicht so verspielt, schön aufgeräumt. Alles ist da, wo es hingehört. Es gibt auch nur ein Screen, wenn man von unten, von oben nach unten wischt, hier mit sämtlichen Schnittstellen, auch alles auf eine Seite gepackt, finde ich auch gut. Google Discover Newsfeed,
ist auch dabei. Alle Google Services übrigens an Bord hier bei diesem Smartphone. Und ja, das ist jetzt hier. Wir sind alle Apps hier auf dem Bildschirm verteilt. Das kann man auch anders einstellen. Ich habe es mal so gelassen, wie es mir vorgeschlagen wurde. Das sind die Tools. Es gibt ein Phone-Clone-Tool, wenn ihr die Daten von eurem alten Smartphone rüberziehen wollt. Device-Clone nennt sich das bei Honor. Ja, jede Menge weitere Tools hier. Ich blende sie mal ein. Wetter, Rechner und so weiter. Natürlich alles, was man so braucht. Und das hier sind die Werbe-Apps. Da sind auch ein paar installiert, vorinstalliert. Kann man aber alle relativ schnell hier TikTok deinstallieren, einmal drauf tippen, deinstallieren und dann ist das Ganze auch schon weg. Also auch von der Bedienung her hier, also Roger. Wir kommen zur Performance und schauen uns mal den AnTuTu Benchmark-Wert an. 924.816 Punkte erzielt das Honor Magic 4 Pro. An Bord ist der Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, also der schnellste Prozessor, den es überhaupt gerade so gibt. Und das merkt man auch in der Praxis. Hier zum Beispiel beim PowerShot Benchmark-Test haben wir nicht weniger als 74 FPS in der Standardvariante. Und wenn ich jetzt hier mal die maximale Bildschirmdetails einstelle, dann kommen wir immer noch über 20, 24 FPS. Ein super Wert. Ein wirklich schnelles Smartphone mit Wi-Fi 6, mit NFC natürlich, Bluetooth 5.2, 5G ist natürlich auch an Bord, 4G logischerweise auch. Arbeitsspeicher, 12 GB RAM sind hier an Bord. Und man sieht hier, wie schnell Google Maps aufgerufen wird. Auch das Scrollen durch Webseiten ist nur so also eine wahre Freude. Und wenn ihr mal einen günstigen Smartphone-Tarif benötigt, dann schaut mal vorbei bei tariftipp.de. Also auch Performance und Ausstattung hier 1A. So, wir schauen nochmal auf die Rückseite. Ich sagte vorhin ja schon Gorilla Glass 5. Und obwohl das so ist, werden hier keine Fingerabdrücke hinterlassen. Sehr schön, da ist ein spezielles Coating drauf, sodass hier keine Fingertapser zu sehen sind. Sehr schön. Der Akku ist fest verbaut, 4.600 mAh stark. Akkulaufzeit so etwa 700 Minuten, also 11 Stunden. Das ist jetzt nicht so berühmt, aber normal für High-End-Smartphones. Das liegt halt an dem starken Prozessor, der braucht ein bisschen Energie. Ist aber auch kein Thema, weil ihr könnt das Smartphone mit 100 Watt laden hier. Das Netzteil, das mitgeliefert, der hat 100 Watt und sogar kabelloses induktives Laden ist mit 100 Watt möglich. Das ist doch mal ein Rekordwert und sehr erfreulich. Ja, der interne Speicher liegt hier auch bei 256 GB. Auch das super gut. Ist allerdings auch eine gute Idee von Honor gewesen, das zu machen, weil man nämlich keine Speichererweiterung nutzen kann, kein MicroSD-Schacht vorhanden. Stattdessen kann man zwei Nano-SIMs einsetzen. Aber trotzdem Akku und Speicher beim Honor Magic 4 Pro völlig in Ordnung, wie sich das gehört für ein High-End-Smartphone. Also auch da nichts zu meckern. So, dann schauen wir uns mal die Hauptkamera hier an mit drei Brennweiten, Ultraweitwinkel, Weitwinkel und Tele. Dann haben wir noch einen Flimmer-Sensor und einen Laserfokus-Sensor hier. Das sieht nach fünf Objektiven aus, sind in Wirklichkeit aber nur drei, aber das sollte eigentlich reichen. Zu den Auflösungen komme ich später. Das hier die Dual Selfie, also eine Selfie-Kamera und auch hier ein TOF-Sensor für schöne Bokeh-Aufnahmen, Beispielfotos. Und ein Beispielvideo kommen wie immer zu einem späteren Zeitpunkt. Erst einmal wollen wir uns nochmal die Foto- und Video-App gemeinsam anschauen. Da gibt es auch eine Besonderheit. Zunächst einmal scheint alles ganz normal zu sein, wie bei anderen Honor oder auch Huawei-Smartphones. Das hier ist der Fotomodus mit dem Ultraweitwinkel. Das ist das normale Weitwinkel und das hier ist jetzt der Dreieinhalbfach-Tele. Die Telekamera vergrößert optisch tatsächlich 3,5-fach, kann aber bis 100-fach eingestellt werden. Das hier ist jetzt der 10-fach-Tele. Leider ist das Motorrad dahin, das Modellmotorrad nicht weit genug weg. Ist nicht scharf geworden. Aber da in der Mitte ist der Periskop-Tele. Also der ist wirklich bombig. Da werde ich euch dann später auch noch mal ein paar Beispielaufnahmen zeigen. Ja, dann haben wir hier den Blendenmodus, wie üblich bei Honor. Der ist meiner Meinung nach perfekt. Und ja, dann haben wir hier den Nachtmodus. Auch da gibt es später eine Beispielaufnahme. Porträtmodus. Hier mit jede Menge Beauty-Möglichkeiten und ja, Bokeh gibt es da auch. Dann haben wir hier den Videomodus, das sind die Schnellschalters. Im Fotomodus gibt da auch eine AI, also eine künstliche Intelligenz, was die Bildmotiverkennung angeht. Das sind die Videomodi hier. 4K ist natürlich dabei und zwar könnt ihr maximal in 4K auch mit 60 FPS drehen. Sehr schön. Dann allerdings in dem H.256 Codec. Das ist jetzt kein Problem, aber einige Computer können den nicht verarbeiten. Müsst ihr darauf achten. Ja, das ist der zweite Videomodus, der nennt sich Film. Und hier kann man tatsächlich ja nur im Querformat filmen. Und da gibt es ein paar Besonderheiten. Hier gibt es zum Beispiel die Zeitlupe. Und dann haben wir hier den 64K HDR10 Plus Modus für sehr kontrastreiche Videos.
Wenn wir den ausschalten, können wir auch in den Lock-Modus gehen. Das sind halt, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Lock-Modus, da seht ihr jetzt hier sehr flache Farben. Das ist für die Leute, die im Nachhinein die Farben graden wollen, am PC oder am Mac. Das hier sind jetzt die Filter, da gibt es den klassischen und dann hier jede Menge unterschiedliche Videofilter. Das geht alles so ein bisschen in Richtung Cinematografie, also hier düster zum Beispiel oder auch ein Fokus ist dabei. Also das, da müsst ihr mal ein bisschen rumprobieren, das macht total Spaß. Also da kann man sich ordentlich austoben. Das ist der Profi-Foto-Modus mit den Einstellmöglichkeiten. Und dann haben wir hier die weiteren Modi, unter anderem gibt es hier diesen Super-Makro-Modus. Den werde ich auch noch mal bemühen. Ich gehe mal hier dicht dran. Das wird mit der Ultraweitwinkelkamera dann gemacht. Das Makrofoto. So sieht es dann aus. Das schauen wir uns dann noch mal im Original an. Also ich muss wirklich sagen, das Kamerasetup ist super flexibel hier beim Honor Magic 4 Pro. Alles dabei, was man so braucht. Und darüber hinaus auch ein bisschen Spielkram. Hier noch mal die Selfie Cam. Da haben wir ja wie gesagt eine Bokeh-Linse extra. Das heißt, hier könnt ihr tatsächlich sehr schöne Bokeh-Aufnahmen machen, auch da zeige ich euch gleich ein Beispiel. Und gerade die Selfie-Kamera, ja, die Hauptkamera auch. Also die Kamera ist einfach super hier beim Magic 4 Pro von Honor. Eins mit einem Doppelstern. So, dann gehen wir mal in die Beispielfotos. Hier mein Kater im Wohnzimmer bei normalen Lichtverhältnissen. Achtet bitte auf das Fell, da kann man wirklich jedes Härchen erkennen, richtig fein durchzeichnet. Wenn er nicht so mürrisch gucken würde, wäre das auch eine schöne Aufnahme geworden. Hier so ein paar Farbproofs. Ja, die Farben sind ein bisschen mit Dampf versehen von Honor. So ein bisschen wie bei Samsung. Also, na, übertrieben würde ich das nicht nennen, aber ein bisschen tiefer das Ganze. Ein bisschen, ja, kontrastreicher. Gefällt mir eigentlich sehr gut. Das hier eine Aufnahme, die ich im Blendenmodus gemacht habe. Und dann kommt hier noch so ein paar Steinchen. Und dann kommt eine Nachtaufnahme. Und da habe ich bei den letzten drei Smartphones gar nichts gesehen. Da war es immer super dunkel, weil es eben sehr dunkel ist hier im Schirm. Aber guckt euch das an. Das macht das Honor Magic 4 Pro taghell, als ob es überhaupt gar kein Problem wäre. Obwohl da wirklich kein Licht war. Also echt erstaunlich. Diese Modellaufnahme ist auch prima. Und dann haben wir hier nochmal unsere Blendenreihe. Das ist der Ultraweitwinkel mit, ich glaube, 117 Grad. 50 Megapixel löst die Ultraweitwinkelkamera aus. Das ist die Hauptkamera, die löst auch mit 50 Megapixeln auf. Und das ist hier jetzt der Tele 3,5-fach. Der löst mit 64 Megapixeln auf. Und das hier ist ein 10-fach Tele. Und guckt euch das an. Also das sieht doch aus wie mit einer Normalkamera aufgenommen. Richtig gut. Dann habe ich noch die Makrokamera bemüht. Das ist hier normale gewesen. Und das hier die Makroaufnahme. Ein bisschen eklig, aber egal. Das ist die Makroaufnahme, die wir eben gemacht haben. Und dann habe ich noch zwei Selfies geschossen. Einmal drin mit Bokeh. Das finde ich schon recht gut. Und dann schaut euch mal diese Aufnahme draußen an. Achtet mal auf diese Mütze da oben, was da alles an Details rüberkommt. Super geil. Und jetzt kommt das Beispiel Video in 4K. So, wie immer ein kurzer Videoeindruck vom Honor Magic 4 Pro. Eingestellt habe ich hier jetzt die Auflösung 4K mit 30 Bildern pro Sekunde, weil ich dieses Video in dieser Auflösung schneide. Das Smartphone kann noch mehr, nämlich 4K mit 60 Bildern pro Sekunde. Es gibt optische Bildstabilisatoren hier bei der normalen Kamera und auch bei der Tele. Ich drehe jetzt mit der normalen Kamera im Automatikmodus. Und ja, elektronische Bildstabilisatoren gibt es natürlich auch. Insofern sollte das Ganze hier sehr, sehr schön ruhig sein. Die Fotoqualität ist ja schon mal Bombe gewesen. Insofern, ich habe noch kein Video gesehen, aber ich denke und hoffe, dass die Videoqualität hier ähnlich gut ist. Und ja, ich habe wie immer die internen Mikros genutzt bei diesem kurzen Videoeindruck. Das war's auch schon, jetzt geht's. So, Fazit zum Honor Magic 4 Pro. Wer es nicht weiß, Honor ist ja aus der Firma Huawei hervorgegangen. Huawei hatte ja leider Gottes in den letzten Jahren, haben sie auch immer noch Probleme mit den Google Services durch den US-Bann. Und Honor, wenn man so will, führt das Erbe der Huawei Smartphones fort. Und wie? Also das merkt man wirklich an allen Ecken und Enden. Das Gehäuse ist super gut. Wasser- und staubdicht nach IP68. Dann haben wir hier einen super geilen Bildschirm, hell und scharf mit 120 Hertz. Ja, die Kamera, das habt ihr ja eben gesehen, wirklich eine Top-Kamera. 1A hat übrigens auch von DxOMark einen Gold-Status bekommen, gehört also mit zu den besten Smartphones-Kameras überhaupt auf dem Markt. Das Smartphone ist mega schnell, ihr habt 100 Watt Laden mit und ohne Kabel. Und der Fingerabdrucksensor unter dem Display ist übrigens ein Ultraschallsensor, ist auch richtig gut. Und die Gesichtserkennung ist auch nicht irgendwas, sondern es ist eine 3D-Gesichtserkennung, also Face ID, so ähnlich wie bei Apple.
Und ja, also ein Wahnsinns-Smartphone. Ein Nachteil gibt es, das Smartphone ist groß und schwer. Das muss man sich bewusst sein, aber wenn man sich halt für ein Smartphone mit 6,8 Zoll Bildschirm entscheidet, dann ist das nun mal so. Kleiner geht es halt nicht, obwohl die Bildschirmränder hier kaum noch zu erkennen sind, so schmal sind sie, ist das Smartphone trotzdem groß und eben auch ein bisschen schwer. Aber wirklich, ein super geiles Smartphone, kann man nichts falsch machen. Für 800 Euro kriegt ihr kein besseres Gerät derzeit auf dem deutschen Markt. Schaut mal auf meine Bestenliste, dann könnt ihr das nachchecken. Und ja, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so sein sollte, freue ich mich sehr über einen Daumen hoch. Vielleicht mögt ihr auch meinen Kanal abonnieren. Damit grüße ich euch, wünsche euch noch eine schöne Weihnachtszeit. Macht's gut, bis bald.